Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Hier liegt alles noch ein bisschen verstreut, aber ich habe, wie versprochen, natürlich meinen Zaun weiter durchgezogen, ne? Was ich jetzt aber nicht bedacht habe, ist die Richtung vom Zaun mit zu ändern. Aber jetzt habe ich auch keine Lust mehr dazu. Eigentlich sollte der Schnee auf der Seite sein, aber es ist schon okay. Es ist schon okay, ich kann damit leben. So, was habe ich noch gemacht? Ich habe meinen Weg gemacht, damit auf diesem Weg hier nichts mehr spawnt. Huch, wieso ist da eine Lücke? Da muss ich mich direkt drum kümmern. Ich habe ja hier irgendwo. Wo ist der schon wieder? Hab ich den beiseite gelegt? Ach ja, da habt ihr gerade noch was anderes gesehen. Eisenmeißel da. Und der andere Rest hier kann hier rein. Du nicht, das ist mein Schlüssel. So. Wie mehr Truhen. Wie mehr Truhen brauche ich, ey. Oh, ja gut, hat noch so funktioniert. So, was haben wir hier? Die Treppe. Okay. Ups. So. Okay. Ich wollte mir Schnee machen. Ach, da ist doch mein. Nee, das ist mein Eisenmeißel. Okay. Egal. Wir nehmen uns ein bisschen Schnee. So, und dann werden wir einmal ganz kurz. Ja, hier ist auch zu warm, ne? Ja. Habe ich mir fast gedacht. So. Wie? Ich habe keinen Schnee mehr. Das geht so schnell leer. Alter. Na gut, nehmen wir das hier noch mit. So, dann zeige ich euch gleich, was ich noch gemacht habe. So, Bugsy baut fröhlich weiter an seinem Turm der Unendlichkeit, ne? Hier kann eigentlich auch überall zwei hin, ne? Ja. Ich mache ja die Einser nur hier. So, auf jeden Fall müssen wir hier irgendwann alles noch voll Schnee machen, weil das sieht ja momentan noch ein bisschen scheiße aus. Weil kann das wa wahrscheinlich nicht nachmachen. Hallo, Tante. Hi. So, ja, ich habe gesehen, dass Lord Huntington da hinten gearbeitet hat. Nee, nicht Lord Huntington. Double X, der ist ja auch jetzt dabei. Wieso das hier jetzt nicht drin ist, weiß ich auch nicht. Müsste hier nicht eigentlich auch Schnee sein? Uah! Ich wollte doch nur schreiben. Ich habe hier meinen Controller liegen. Jetzt habe ich ihn gerade gegen mein Energy gehauen und der Energy ist mir runtergefallen. Aber der war schon halb leer und da ist jetzt nur we sehr wenig rausgeflogen. Ei! So. Ich habe hier Sterne gebastelt. Ich werde natürlich hier einen Weihnachtsbaum errichten für mich, so einen kleinen, ne? Und da soll dann ein großer hin, den ich noch bauen möchte. Allerdings brauche ich für den kleinen ja erstmal einen Stern. Und welchen findet ihr besser? Rechts oder links? Sind beides Sterne, beides legitim. Ich weiß nicht, kann mich nicht entscheiden. Einen von beiden will ich auf meinen Baum setzen, deswegen hängen die jetzt hier ein bisschen in der Luft. Werden natürlich noch entfernt von mir, aber bis dahin. Eigentlich kann ich sie auch abbauen. Ich hoffe, sie. Ach, okay. Sie sind in meinem Inventar. So. Dann hängen wir sie erstmal. Genau, dann hängen wir sie. Ach, stimmt, da war was. Der rechte Stern, der musste rechts und links erweitert werden, damit er gut aussieht. So, ich habe hier die Siegeshalle fertig gemacht. Ne? Das ist jetzt hier die Siegeshalle und ja, hier kommen quasi die Sieger der Winterabs rein. Und ja, schönster aus gewinnt natürlich wie immer. Und wer das sein wird, weiß ich natürlich allerdings noch nicht. Auf jeden Fall werdet ihr hier dann verewigt. Und ich packe erstmal den Stern hier irgendwie. Ist geil, ne? Irgendwie. Wieso kann ich ihn nur an der Seite hinpacken? Wieso kann ich ihn da nicht raufpacken? Kann ich den drehen? Naja, das ist jetzt. Klar, der ist. Nein, nee, der ist eigentlich am Anfang des Blocks. WTF. Ja, gut, dann hängt da halt irgendwo in der Luft rum oder so. Packen wir die Sterne halt hier hin. So. Zack.
Wie hab ich das jetzt gemacht? Ach so. Ist auf der anderen Seite, ne? Nee. Irgendwie. Wie hab ich das denn gerade hingekriegt, hä? Da war's doch gerade. Ich will doch nur, dass du ansatzweise irgendwie gerade stehst. Hallo. Ach, scheiß drauf, ich tue ihn hier hin, so. Das werden wir mit dem Weihnachtsbaum noch hinkriegen. Sieht. Okay, er sieht. Ich will den gerade hinkriegen, ey. Bin ich jetzt... Oh, guck mal hier. So. Hängt zwar in der Luft, aber naja. Was soll's. Auf jeden Fall einer von beiden kommt auf den Weihnachtsbaum. Und bei dem kommt hier an der Seite halt noch zwei hin. Und dann noch zwei hin und dann ist gut. Ja, hier scheint es halt raus, ne? So ein bisschen siegreich. Am Ende der Drache, den dort an Linken erlegt hat. Mit Shift, aha, okay. Lifehack. Lifehack, Alter. Geil, ich hab wieder was dazugelernt. Das wird's jetzt alles ein bisschen einfacher machen, muss ich sagen. So, okay. Sterne sind da. Habe ich noch Glowstone am Start? Ja, klar. Der Glowstone, den ich gerade geklaut habe. So, und damit der Stern halt vervollständigt ist, ne, dass er nicht kacke aussieht, kommen hier halt noch die Dinger hin. So. Das ist ein hübscher Stern. Jetzt habe ich Energy am Finger. Und jetzt habe ich auch noch Energy im Mund. So. Gut, das dazu. Ja, die Treppe leuchtet, habe ich absichtlich so gemacht. was habe ich noch gemacht? Gut. Ich habe hier das hinten vervollständigt. Und ich würde sagen, wir widmen uns heute ein bisschen dem Haus, obwohl ich Rohstoffe eigentlich brauche. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich richten möchte. Das ist ja überhaupt das Problem. Wie richtet man sein Haus ein? Also, ich glaube, mein Haus ist viel zu klein. Ich glaube, ich brauche ein viel größeres Haus. Ich muss hintenrum noch erweitern. Da kann ich hier bis zu dieser Ecke gehen. Gute Idee, ja. Das heißt, 1, 2, 3, okay. Machen wir direkt mal, ne? Gut, den hätte ich nicht entfernen müssen, aber egal. So, weil ich, ja, ich weiß nicht, das letzte Mal, also letztes Jahr, da hatte ich schon ein relativ großes Haus, aber um das umzubauen, war das doch irgendwie am Ende doch zu klein. Ich konnte nicht alle Räume machen, die ich wollte. Ich möchte nämlich ganz normal ein Schlafzimmer, ich möchte ganz normal eine Toilette haben, da bastel ich auch eine eigene Toilette und alles. Und ja. Das wird alles natürlich ein bisschen dauern und wie gesagt, ihr seht ja nicht alles, nur spezielle Sachen. Vor allem müssen wir eigentlich auch mal rausgehen und Rohstoffe sammeln, weil ich lebe nur mit dem, was ich hier im Dorf habe. Ich habe das Dorf nicht einmal verlassen. Ja. Alles hier quasi mit den Ressourcen gebaut, die wir schon hatten. Und dann gucken wir gleich mal, dass wir, oder nicht gleich, sondern die Tage, auch mal rausgehen, ne? Ein bisschen die Welt sehen. Wobei es wahrscheinlich nicht sehr viel von der Welt gibt. So. Eventuell werde ich aber auch noch ein bisschen mehr nach links bauen. Aber muss ich gucken. Also, wir haben da ja nicht so viel Zeitprobleme. Also, ich kann ja auch normal weiterspielen. Das zu Ende bauen. Lol. Hast du etwa versucht zu fliegen? Dann gucken wir mal. Ja, ist schon wesentlich größer. Damit könnte ich leben. Frage ist, will ich einen Flur bauen? Naja. Holen wir uns erstmal ein paar Bäume. Die angesägten, die ich beim letzten Mal angesägt habe und so stehen gelassen habe. So, oder vielleicht war das auch Baxi. Müssten ja alle schon nachgewachsen sein. So, ich habe noch Setzlinge bei mir in der Truhe, also macht euch keine Sorgen, die können wir gleich easy nachpflanzen. Ach, guck mal, das Haus entwickelt sich. Langsam aber stetig. Ich frag mich, wer hier überhaupt baut. Hat hier auch irgendwie keinen Namen oder so. Gemeißelter Stein-Kohle-Block.
Wo hast du den benutzt? Er hat da ein bisschen von abgetragen, ja. Natürlich diesen Block nicht kaputt machen, ne? Ja, aber schön zu sehen, dass einige auch den Chiselbit verwenden. Da ist er doch, der Kohleblock. Ah, naja. Ist das. Nee, Bugsy Bob war das Deadline vielleicht? Nee, Deadline ist das Haus. Ja, keine Ahnung, wer hier baut. Oh, das wird schon, also. Insofern ich ihm nicht alle Bäume klaue, diese Nachtpflanze, würde es sicherlich in Ordnung gehen, dass ich hier seine Bäume mitnehme. Ansonsten werde ich gleich einfach all meine Setzlinge, die ich habe, einfach hier hinpflanzen oder hat er genug Bäume? Ich wollte schon hier absägen. Ah, ihm die schöne Mauer klauen. Ja. Aus Verzweiflung, weil keine Bäume mehr da sind. Ja, es wird gleich reichen mit Holz, also. Pff. Eigentlich brauche ich nicht so viel. Ah, das Dach muss ich auch noch machen, ne? Ja, wenn das Haus dann soweit fertig ist. Dann können wir es einrichten. Heute wird das wahrscheinlich aber nichts mehr mit dem Einrichten. Ich muss nämlich erst überlegen, wie ich das Ganze überhaupt machen möchte. Und werde höchstwahrscheinlich schon mal den Grundriss aufbauen und dann werden wir gemeinsam das Haus irgendwie zu Ende bauen. Und vielleicht hier dann noch einen Raum ansetzen oder so. Mal gucken. Ja, halt wirklich so einen gemütlichen Raum mit Kamin und allem drum und dran. Das wäre es doch. So, das dürfte auch reichen, wenn ich nicht die ganze Zeit verkacken würde. So, und hier geht's dann später in den Keller, da passt schon. So, Wunderbärchen. Wir machen mal hier eine Treppe hin. Bis nach ganz oben. Die werde ich nämlich demnächst gebrauchen. Das letzte Mal. Weiß ich noch, habe ich ein sehr kompliziertes Dach gebaut, was mir aber im Endeffekt gefallen hat. Vor allem habe ich dann später noch so Eiszapfen runterhängen lassen. Das sah so gut aus. Ach, schöne alte Map. Einfach so verschwunden, weil ich zu doof bin, um irgendwas zu sichern. Weißt du, man bekommt ja auch noch eine E-Mail von wegen, hey, der Server ist abgelaufen, mein Freund. Du hast jetzt noch 3 Tage, um diese Daten zu sichern. Also, was mache ich? Scheiß mache ich. So, ach, das Ding ist immer noch da. Hier, die wollte ich rausholen. So, wieder abschließen. Hier haben wir noch ein paar Bäumchen und dann eine Schaufel. Geben wir ihm erstmal seine Bäume zurück, ne? 35 Stück. Ich denke mal, das wird reichen. Also, da wird er glücklich sein, dass er hier einen halben Wald hat. Komm, pflanz mir hier meinen Weg ein bisschen entlang. Ich glaube, der Schnee ist nicht echt, ne? Also der Schnee, der sich nicht ersetzen lässt, ist nicht echt. So, einfach mal hier so einen kompletten Wald aufbauen für den Dude, damit er genug hat. Das, was er vorhat, beziehungsweise auch Bugsy baue ich auch mit diesem Holz, ne? Da brauchen sie echt viele Bäume. Oh, das wird ein hübscher kleiner Wald. Man könnte doch rein theoretisch das hier als Tannenbaum für innen nehmen, oder? Oder bastel ich mir da einen eigenen? Naja. Schaffen wir erstmal hier auf. Ich weiß noch nicht, ob ich, wie in diesem Siegesraum, den ich gebaut habe, das Licht so einbauen werde oder vielleicht anderes Licht. Beim letzten Mal habe ich das wie in dem Siegesraum bei mir zu Hause gemacht, dass ich quasi das Licht an der Seite hatte. Stimmt, und ich hatte ein kleines Podest, wo ich die ganzen Collectibles aufgebaut habe, ne? Vielleicht machen wir das auch nochmal. Im Wohnzimmer, neben dem Kamin vielleicht oder so. Ich werde hier sicherlich wieder mit zweifachen Wänden bauen müssen. Also vor allem für die Statuen, für die konnte man da nämlich richtig geil hinstellen. Okay, wir kommen rein. Ja, das muss noch größer, das muss noch größer.
So dürfte das eigentlich reichen. Aber das machen wir jetzt nicht mehr hier. Ich habe nämlich noch was anderes vor. Wir verbrauchen jetzt noch unser Holz. Na, dann mache ich das später selber zu Ende. Aber so, dass ihr jetzt schon mal so einen Einblick habt, was euch das nächste Mal erwartet. Wie gesagt, ich werde das Haus abstecken. Beziehungsweise die Innenräume. Und dann dienen wir halt das Ganze, ne? Wir wollten uns natürlich hier noch um den Schnee kümmern und den ganzen Kram. Hier muss nämlich noch Schnee runterhängen. Das wird aber auch gar kein Problem. Wir haben uns unsere Schaufel, klauen uns noch ein bisschen Schnee. Am besten von hier drin, ne? Ich hatte noch nie Gunpowder. Ich lege mich mit Creepern nicht an, weil sie nervig sind. Vielleicht, wenn ich ein Diamantschwert hätte. Aber wozu? Die wollen bestimmt alle Feuerwerk machen zum Fliegen. Aber ich kann auch so fliegen. Ich brauche das nicht. So, haben wir das schon mal so richtig gut genutzt, den Raum hier. Schön leer gemacht vom Schnee. So. Ach, hier habe ich noch Schnee. Gut, hier wird nämlich später alles funkeln und glänzen in meinem Haus. Frage ist, ob ich das so lassen möchte. Es sieht übrigens sehr komisch aus mit dem Schnee. Durch den Schnee sieht das so aus, als wäre dieser Raum hier komplett versetzt. Ist ganz seltsam. So, ich denke mal, hier können wir easy füllen. Ah, nee. Wir sollten schon. So ein bisschen detailgetreu arbeiten. So. Ah. Ah, ja. Nee. Wie sieht das Kacke aus? Weil hier halt nichts ist. Oder ich entferne halt wirklich diesen Punkt hier. Mach nur so. Schwer zu sagen. Also eigentlich müsste ich hier dann noch eine Line durchziehen. Eine Line durchziehen, ey. Du hast Ausdrücke, Zero. Ja, komm. Geht nicht anders. Müssen wir so handhaben. Ich könnte es in den Sand hineinbauen. Aber dann würde der Sand. Obwohl, so schlimm sieht das dann gar nicht aus, ne? Er ändert irgendwie die Textur. Das heißt, von der Seite aus. Okay. Damit kann ich leben. Damit kann ich leben. So. Packen wir hier nämlich einfach so den Schnee hin. Ne? Ja, sieht ein bisschen heller aus, aber an sich ist das jetzt nicht so störend. Oh, kann ich störende Sachen. Und von der anderen Seite machen wir halt wirklich so einen Hover-Effekt, dass das wirklich heraussticht, dass da Schnee sich angesammelt hat. So. Wir müssen aber auch nur einen Block so gestalten, weil dann kopieren wir einfach den Rest. Und zwar machen wir so eine kleine Schneeverwehung, oder? Ich glaube, beim letzten Mal habe ich das auch so gemacht. So in etwa. Uch, der Block war erst da zu Ende, okay. Das wusste ich nicht, aber das können wir noch. Kriegen wir noch hin, so. Was habe ich da verkackt gerade? Na, jetzt komm, bau dahin, wo ich möchte. Bau dahin, wo ich möchte. Wie? Habe ich da auch noch einen Stein entfernt? Lo? Geht doch. Dreh durch. Na gut, dann passt das hier aber nicht mehr, ne? Ist das sitzend? So. Ist doch schon viel besser. Und jetzt holen wir uns so ein Dingenskirchens.
Positives Meißeldesign. Mit Lapis Lazuli. Oh Gott, ich... Oh nein. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe, die ganze Zeit zu machen. Ich habe vergessen, den... wie heißt der Scheiß nochmal? Das Papierzeugs hier zu ernten. Ja, das hier wollte ich eigentlich die ganze Zeit ernten. Na gut, wir brauchen ja nur ein Papier, ne? Wir haben 6 Stück, das heißt, 3 können wir legen. Das passt doch perfekt. So, dann haben wir nächstes Mal doppelt so viel. Kartoffeln habe ich übrigens irgendwie beseitigt und nicht wieder hingetan. Eine Karotten kann ich auch nicht einpflanzen, ne? Nein. Ja, ich habe hier auf jeden Fall noch ein riesiges Grundstück und das muss ich noch irgendwie voll machen. Mit einem ein Weihnachtsbaum kommt hier auf jeden Fall hin bei mir. Dann können die Leute meinetwegen auch kleine Geschenke hintun. Was der da macht, ey. Vor allem, Baxi spielt immer irgendwie nur nachts. Mit Double X zusammen. Keine Ahnung, was die machen. Oh, wie schnell das wächst. Heilige Scheiße. Alles wieder voll. So, was wollte ich tun? Papier herstellen, genau. Wir brauchen Papieros. Zack. Mein Lapis Lazuli. Und, ach, jedes Mal geschlossen, der Scheiß. Ich weiß, da habe ich eh nichts Wichtiges drin. Wieso habe ich jetzt 3 Eimer? Ach ja, durch meinen Fake-Tod. Der jetzt übrigens nicht mehr zustande kommen kann, weil ich... Ich habe jetzt alle defekten Dateien, die wir hier hatten, habe ich entfernt. Das heißt, diese komischen lila Blöcke sind auch weg. Jetzt haben wir also keinen Stress mehr. So, kann ich eigentlich schon hier bauen, ne? So, und damit werden wir jetzt diesen Schnee duplizieren. Dafür braucht der Gunpowder. Ich dupliziere aber auch das hier unten, ne? So, das war mir wichtig. Wir hätten das echt verkacken können. So. Wieso wurde jetzt... Ach, egal. Ah, oh, ich muss den Fake-Schnee da hinpacken. Ach, Gott. Okay, wir haben hier also noch ein bisschen was... Das ist gar kein Fake-Schnee. Okay. Willst du mich verarschen? Bin ich auf Replays? Packen wir da halt auch Fake-Schnee hin. Hab ich keinen Schnee mehr? Doch. Oh. Jetzt hab ich keinen Schnee mehr. So, dann, oh Gott, hier ist alles so weiß. So. Ja, manchmal muss man tricksen, damit es gut aussieht. Aber was will man machen? So. Jetzt nochmal hier hinzufügen. Und schon haben wir eine Seite schön verschneit. Das wollte ich sagen. So, guckt euch an, ist das nicht schön? Alles schön verschneit. Ah, so gefällt mir das. Machen wir die Seite auch nochmal. Ach ja, da müssen wir das auch noch anpassen, ne? Auf meinem Grundstück wird auf jeden Fall definitiv sehr, sehr, sehr viel Fake-Schnee liegen. Ich wünschte, dass du hier... Hab ich doch, klar. Hier. Wieso kann ich hier da nicht platzieren? Wir machen am besten... Wie machen wir das? Nehme das Zeug. Platziere das komplett hier rauf. Gehe auf den Schnee. Sage ersetzen. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Nein! Oh, jetzt hat er den ganzen Block weggenommen. Oh, auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Schnee. Okay, wir packen erstmal das dahin. Das war jetzt ersetzt, naja. So.
Dann nehmen wir das Ding, drücken auf Ersetzen, drücken hier rauf und... So geht das jetzt mit dem Shift nicht? Ach so, weil es da versetzen ist, klar. Ach komm, das kann doch nicht dein Ernst sein. Er ist schon wieder runtergefallen. Das kommt vom Fliegen. Ah, jetzt geht das. Meine Fresse, oh, was für ein Theater. Ist. Wie stimmt da was nicht? Ach, hier habe ich überall nur einen hoch gemacht. An dem müsste ich zwei hoch machen, ne? Das hat nicht gestimmt. Ach Gott, hier, da, hier, da. So, das wird reichen jetzt aber. Ach Gott. So. Das wird ja wohl reichen, um hier den ganzen Scheiß hier abzudecken. Oh, habe ich jetzt alles voll gemacht? Nein. So. Da muss auch noch Fake-Schnee hin. Und so baut man sich sein eigenes Winter-Wonderland. Also, ich finde, das sieht richtig gut aus. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber ich feiere meine Konstruktion hier übelst. Naja, gut, man kann mit Schüssel und Bits kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen, vor allem wenn man so was Simples macht wie hier mit dem Schnee. Das sind ja jetzt keine krassen Baukünste, die ich hier ausbacke. Das ist einfach nur ein bisschen, ja, ich tue da ein paar Pixel hin und freue mich einen Keks, dass da Pixel sind. Was ist das? Warum war da ein Loch? So, packen wir hier nochmal alles voll. Es ist immerhin die Seite, die man sieht. Die anderen Seiten werde ich jetzt nicht unbedingt machen, weil ich meine, sieht die denn schon? Dann machen wir den hier noch voll. So, das ist jetzt mein Zuhause. Ups, das war falsch. Also es wird noch besser, es wird noch besser. Da hinten werde ich noch dran arbeiten. Und das Haus wird ja die nächsten Tage von uns zusammen gemacht. Das heißt, diese Woche werden wir komplett am Haus arbeiten, wenn ich das jetzt abgesteckt habe. Und wir gucken uns mal an, was macht hier der Double X? Er baut sich hier irgendwie. Hier ist eine Schmiede. Er baut sich hier sein eigenes Dorf. Okay. Da willst du auch ein bisschen mehr Schüssel und Bits verwenden. Damit kannst du es nämlich viel, viel schöner machen. Ein gutes, ich gebe zu, es dauert alles ein bisschen länger mit Schüssel und Bits. Aber hast du nicht beim letzten Mal irgendwie schon so eine Burg gebaut? Ich habe so eine Erinnerung daran. Oder wer hatte damals eine Burg gebaut? Was machst du hier? Der baut sich hier sein eigenes Schloss. Hier. Oh, wie krass. Oh. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe hier irgendwo ein riesiges Loch von Lord Huntington, ist das, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, da war. Was ist das? Nee. Lord Huntington macht hier irgendwo mit einem Beacon, hat er ein richtig riesengroßes Loch gemacht. Ich weiß nicht warum. Ich weiß auch nicht, warum hier so viel Schnee fehlt. Ach, da waren die Bäume, die abgehackt worden sind, klar. Ich werde dieses Loch wiederfinden. Und wenn ich dieses Loch gefunden habe, Lord Huntington, dann gucken wir mal. Was du da so schönes baust. Ich war mir zu 100% sicher, dass es hier irgendwo war. Alles andere würden wir doch sehen, oder? Oder? Wir können ja nicht mehr sehen, wo Lord Huntington ist. Zeige Höhlen, Tiere, Dorfbewohner, zeige Spieler. Ist der noch drauf? Der ist noch drauf. Hängt er denn ab? Ja, vielleicht ist er im Nether, also. Ja. Wer weiß, wir gucken nochmal hier ganz kurz. Irgendwo hier versteckt sich der Schlawiner.
Ich habe das herausgefunden, ich habe ja die Map genommen und wollte halt ein paar Sachen reparieren, die ich jetzt auch repariert habe. Das heißt, diese lila Steine und so weiter sind weg. Und als ich mich eingeloggt habe, wurde ich quasi als Lord Huntington eingeloggt und da habe ich dann gesehen, dass er irgendwo an einem riesengroßen Loch arbeitet. Warum auch immer, vielleicht braucht er den Stein, ich weiß es nicht. Vielleicht cheatet er auch. Da ist das Loch. Aber der Beacon ist weg. Was zum Teufel machst du hier? Was machst du hier? Wasser? Creeper Farm. Okay. Mit Schildern, damit er nicht dagegen schwimmt, oder? Nee. Keine Ahnung, was der hier macht. Ah, die Schilder, damit das. Ah. Damit, ach Gott, ich komm hier weg, ja. Damit, damit, das Wasser nicht auf den Stein fließt. Ich beobachte dich, Lord Huntington. Was auch immer du hier machst. Naja, ich wollte dir doch ein bisschen was anderes zeigen. Also, falls es noch anderes gibt. Wir können ja bei Baxi mal reinschauen. Guck mal, was die anderen so machen. Aber ich weiß, dass er hier ein Beacon hatte. Hier war der Beacon. Und er braucht halt das Gunpowder, damit er fliegen kann, so wie ich. So, das Schiff wurde auch noch nicht weitergebaut. Das ist jetzt komplett verschneit. Das Haus hier wurde irgendwie weitergebaut, aber noch nicht zu Ende gebaut. Das ist Glas! Ach so! Ach gut, dann ist es zu Ende gebaut, das Haus, ja. Dann haben wir hier Bugsy mit seiner Riesenkonstruktion. Soll irgendwie so ein Lufthafen werden. Hat er, glaube ich, auch geschrieben, ne? Was ist das für ein Stein? Das ist eine Kiste. Ah, da versteckt da sein ganzes Holz. Dann haben wir hier noch ein Häuschen. Und wie gesagt, wenn ihr mitmachen wollt, ihr dürft natürlich auch jederzeit mitmachen. Sorry, ich wusste nicht, dass du Besuch hast. Vielleicht solltest du ein bisschen Licht machen bei dir zu Hause. Ah, guck mal, mit Schüssel und Bits hat er so eine riesige Treppe gemacht. Wie cool. Ah, das sieht cool aus. Ach, mit Holz. Hier hat er viel mit Chisel und Bits gearbeitet, ja. Ich sehe schon. Es soll so ein bisschen japanisch, glaube ich, werden, oder? So ein japanisches Badezimmer. Oder japanisches Badezimmer, besser gesagt. Ah, stimmt, so kann man auch so ein schräges Dach machen, ne? Du bringst mich auf Ideen. Letztes Mal fand ich jetzt mein Dach cool, aber noch nicht so perfekt. Mit so einem komplett schrägen Dach. Kann das echt gut aussehen, ne? Ja gut, ich weiß jetzt nicht, wo die anderen alle bauen. Einige Leute bauen hier ziemlich versteckt. Können wir hier schon irgendwas sehen? Da haben wir halt den Hafen. Können wir das. Da ist das riesige Loch. Jetzt haben wir es drauf. Das heißt, es aktualisiert sich erst, wenn man dahin fliegt. Das heißt, wir können gar nicht die anderen Bauten finden. Denn ich fliege hier überall lang. Aber gut, übrigens, wir haben jetzt hier unser erstes Städtchen, ne? Wir werden jedes Jahr woanders hinziehen. Ihr könnt natürlich, wenn ihr nächstes Jahr wieder mitspielen wollt, könnt ihr natürlich an einem alten Haus weiterbauen. Aber ich werde jedes Jahr halt, ja, was Neues aufbauen. Und dann werden wir irgendwie eine Straße oder einen Zug bauen, der dann da lang fährt. Ja, das wird schon ganz cool. Vielleicht dann hier mal oder hier. Da, hier ist das eigentlich auch ganz cool. Weil das hier ist jetzt zum Beispiel ein Gebiet, da würde man im Mittelalter zum Beispiel bauen, weil wir haben hier ganz viel Wasser und sind quasi geschützt und haben hier quasi einen Eingang. Eine Halbinsel. Das ist ganz cool, oder? Hier.
Oh, ich freue mich schon auf die nächsten Jahre. Aber gut, Freunde, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.